Instinct. Sei still, sonst hört dich der Zombie. Was werden wir jetzt tun? Setz dich und halt den Kopf unten. Willst du warten, bis wir gegessen werden? Nein, ich gehe jetzt. Denk einmal darüber nach. Siehst du, da ist ein Zombie neben der Tür. Er wird dich sofort packen. Wir müssen jemanden um Hilfe bitten. Hast du ein Telefon? Ich glaube, es ist beim Laufen herausgefallen. Ich sehe es, aber es gibt ein Problem. Es gibt dort Zombies. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir es bekommen können. Ich bin verängstigt. Was sollen wir tun? Wir müssen die Tür verbarrikadieren, damit die Zombies nicht in das Klassenzimmer kommen, okay? Los, los! Hier sind die Stühle. Okay, bring die Tische her. Bring auch die Tische her. Warte, einige unserer Leute sind dort geblieben, vor der Tür. Ich denke, die sind erledigt. Vielleicht sind sie noch am Leben. Wir können sie nicht zum Verzehr zurücklassen. Willst du sie retten? Dann komm schon, geh. Was? Du willst nicht? Dann lass uns mal machen, okay? Lassen wir wenigstens die Tür offen, damit die Überlebenden eine Chance haben, sich zu verstecken. Okay, aber einer von uns muss den Eingang bewachen. Ich kümmere mich darum. Okay, auf geht's. Machst du dir Sorgen um Leona? Natürlich. Und du bist wahrscheinlich froh, dass sie da draußen ist, Mann. Für wen hältst du mich? Wir mögen Feinde gewesen sein, aber von Zombies gefressen zu werden, ist zu viel. Ich habe sie mit Kuzia weglaufen sehen. Ich hoffe, er beschützt sie. Ich hoffe, er wird nicht selbst verletzt. Warum geht er nicht weg? Vielleicht wird er von unserem Geruch angezogen. Was ist eigentlich mit ihm los? Ist er krank? Verstehst du nicht? Er ist ein Zombie und will uns fressen, okay? So etwas kann es nicht geben. Zombies gibt es nicht. Du hast es doch gesehen. Es gibt ihn wirklich. Hierfür muss eine logische Erklärung geben. Hörst du das? Er scheint weg zu sein. Das ist unsere Chance zu entkommen. Warte, wage es nicht, die Tür zu öffnen. Wir können hier nicht bleiben. Wir müssen weg, okay? Nein, wir sind hier sicher. Früher oder später wird uns jemand retten. Und was, wenn nicht? Willst du hier bleiben und sterben? Hier ist es besser, als von Zombies zerrissen zu werden. Was werden die anderen sagen, wenn sie herausfinden, dass das beliebteste Mädchen der Schule auf der Toilette gestorben ist? Mir egal, ich gehe jetzt. Warte, verlass mich nicht. Bitte hilf mir jemand. Sei still, sonst findet dich der Zombie. Ich kann nicht, ich habe Angst. Komm zu mir, schneller. Oh, danke. Dank mir, wenn wir hier rauskommen. Ich hoffe, dass die Rettungskräfte unterwegs sind und uns hier rausholen können. Hat jemand versucht, die Polizei zu rufen? Wir haben es versucht, aber sobald Flora sagte, dass es ein Zombie ist, dachten alle, es sei ein Scherz. Egal wie oft angerufen wird, niemand wird uns glauben. Und wo sind Amelie und Diana? Ich habe sie seit der Party nicht mehr gesehen. Ich hoffe, sie sind gegangen, bevor dieser Albtraum begann. Hat jemand ein Telefon und versucht, sie anzurufen? Ich habe eins. Ich werde jetzt anrufen. Ich habe es fast geschafft. Ich hoffe, das Telefon wird überleben. Keiner nimmt ab. Keine Sorge, sie verstecken sich wahrscheinlich irgendwo. Früher oder später wird der Kapitän zurückkehren und die Ordnung hier wiederherstellen. Es ist ein Zombie, alle vom Eingang weg! Achi, rette uns! Komm her, du Zombie! Nicht schlagen, ich bin kein Zombie! Mann, Kuzia, du hast mich erschreckt! Kuzia, du bist am Leben, du Narr! Was ist, Mann? Weißt du, wie besorgt ich war? Was wäre, wenn du von einem Zombie gefressen werden würdest? Was würde ich Mama sagen? Kuzia, wo ist Leona? War sie nicht bei dir? Wir versteckten uns zusammen auf der Toilette, aber ich ging weg und sie blieb dort, okay? Du hast einfach Leona verlassen? Weißt du, wie besorgt ich war? Ich habe versucht, Leona zu überreden, mit mir zu kommen, aber sie wollte nicht. Hast du deshalb beschlossen, sie dort alleine zu lassen? Archie, tu es nicht. Wenn sie dort stirbt, werde ich dich persönlich an die Zombies verfüttern. Ich habe dir gesagt, dass es nicht meine Schuld war. Sie hat selbst beschlossen, dort zu bleiben, ja? Ich gehe sie holen. Bist du verrückt? Wir müssen hierbleiben, um zu überleben. Wir müssen die restlichen Überlebenden finden und hierher bringen, bevor es zu spät ist. Und du kommst mit mir. Du hast Leona alleine gelassen. Auf keinen Fall. Ich gehe da nicht mehr raus. Jemand muss mir den Rücken frei halten. Ich werde gehen. Mila, tu das nicht.
Ich habe mich entschieden. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euch in Gefahr begibt. Lass lieber Phil gehen. Ich kann nicht. Ich muss das Klassenzimmer beschützen, okay? Okay, Mila und ich werden nach Überlebenden suchen. Und ihr bleibt hier und wartet auf Hilfe, ja? Seid vorsichtig. Zurückkehrt. Leona, bist du da? Öffne die Tür. Geh weg, ich werde sie nicht für dich öffnen. Leona, ich bin's, Archie. Du lügst, du bist ein Zombie. Sie hat Angst, sie will nicht aufmachen. Dann trete ich die Tür ein, geh zurück. Warte, im Schrank der Wache sollte ein Ersatzschlüssel liegen. Da schaue ich mal nach. Lass mich in Ruhe! Chuck, beruhig dich, ich bin's! Zombie, Zombie! Beruhig dich, wenn du so weiter schreist, dann werden alle Zombies hierher kommen, Mann! Seid ihr wegen mir hier? Ja, klar. Weißt du, wo das Schließfach des Wachmanns ist? Ja, ich hab mich hier darin versteckt. Gib mir die Tasche! Und? Ja, ich habe es gefunden! Alles gut, Leona, wir kommen! Leona, schon gut. Ich bin da, ja? Ich war so verängstigt. Keine Sorge, wir bringen dich an einen sicheren Ort, ja? Alles gut, ja, alles gut. Ich glaube, wir haben Probleme. Verschwindet von hier. Geht weg. Ah! Wir brauchen dieses Telefon dringend. Irgendeine Idee, wie man es bekommt? Ich schlage vor, ihn abzulenken. Oh. Wir sollten die Polizei anrufen und ihnen von den Zombies erzählen. Nein, sie werden uns nicht glauben. Rufen wir lieber die anderen an und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe die Nummer meiner Schwester in meinem Handy. Ruf ruhig an. Mädchen, macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Ich hoffe es. Ich bin so besorgt. Das ist Diana. Geh schnell ans Telefon. Amelie, Diana, wo seid ihr? Ist alles in Ordnung? Wir sind in der Cafeteria, wo der Zombie ist. Er will uns nicht rauslassen. Beeilt euch und geht in den Unterricht. Hier ist es sicher. Wir können nicht. Wir haben Angst. Wenn wir aus unserem Versteck hervorkommen, werden wir gefressen. Halt durch. Wir finden einen Weg, euch da rauszuholen. Beeilt euch. Wir können uns nicht lange verstecken. Was sollen wir tun? Ich gehe dorthin. Bist du verrückt? Es gibt dort Zombies. Amelie und meine Schwester sind dort. Ich kann sie nicht den Zombies zum Fraß vorwerfen. Wenn du das Klassenzimmer verlässt, wirst du sterben. Wenn es sie rettet, bin ich bereit. Phil, hörst du mir zu? Aber ich muss das Klassenzimmer bewachen. Das ist unser einziger sicherer Ort in der Schule. Fuchsia, und du? Ich werde das Klassenzimmer nicht verlassen. Okay, da niemand gehen will, gehe ich allein. Kitty, nein! Wir sind nur noch zu viert. Leona, Archie, kommt raus! Ah! Ein Zombie! Er ist so stark! Solange da drin ist, sind wir sicher. Stimmt nicht, es gibt noch andere Zombies. Leona hat recht, lass uns die Überlebenden finden und zurück ins Klassenzimmer gehen. In der Toilette habe ich gehört, wie jemand um Hilfe rief. Wer war das? Hast du die Stimme erkannt? Nein, aber es war eins der Mädchen, okay? Wir bleiben hier und schauen uns um, okay? Nein, ich werde gehen. In diesem Fall nimm Leona und geh zurück in den Unterricht. Okay, komm mit. Pass auf, wir wissen nicht, wo der zweite Zombie ist. Arme Leona, sie hat so einen Schrecken bekommen. Ja, sie hatte Glück, dass sie überlebt hat. Ich hoffe, dass auch alle anderen in Sicherheit sind. Glaubst du, dass sie uns retten werden? Natürlich bin ich sicher, dass die Jungs uns nicht verlassen werden. Nun, das war's. Wir sind fertig. Nein! Ah! Komm ab, geht weg! Beachte, wir laufen ins Klassenzimmer. Dort ist es sicher. Was ist mit dir? Ich komme schon klar. Los, schneller. Lass uns von hier verschwinden. Ah! Mach auf, hier sind Amelie und Diana. Wir sind keine Zombies. Leona, alles okay? Du bist wieder da. Aber wo ist Kitty? Sie ist geblieben, um uns vor den Zombies zu schützen. Wir müssen gehen und ihr helfen. Nein, alle bleiben hier. Wir haben schon so viel verloren. Sonst wäre Kittys Opfer umsonst gewesen, okay? Wir bleiben hier. Sag das nicht. Kitty ist nicht gestorben. Archie und Mila geht es auch gut. Sie kommen sicher wieder zurück. Das hoffe ich. Sonst kommt hier niemand mehr raus, okay? Alle ruhig. Chuck, hilf mir. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Warte, ich bin's, Kitty.
Geht es dir gut? Ja, nur mein Arm tut weh. Lass ich mal sehen. Sieht aus wie eine Bisswunde. Ich hole einen Erste-Hilfe-Kasten, um die Wunde zu behandeln. Oh Mann, das ist jetzt echt traurig, aber wir müssen sie rausschmeißen. Was soll das heißen? Das Zombie-Virus wird durch einen Biss übertragen. Was bedeutet, dass er infiziert ist und bald ein Zombie sein wird? Kusia, rede keinen Blödsinn. Wir können Kitty nicht einfach auf den Flur werfen, damit sie von den Zombies gefressen wird. Ja, sie hat uns gerettet. Wenn Kitty nicht wäre, wären wir bereits im Bauch eines Zombies. Auf jeden Fall ist es gefährlich, dass Kitty hier ist. Sie bringt uns alle in Gefahr, okay? Ich stimme Kusia zu. Wir wissen nicht genau, wie das Virus übertragen wird. Vielleicht wird Kitty nicht zu einem Zombie. Deine Theorie über den Biss ist nur eine Vermutung, die du in den Filmen gesehen hast. Ich schlage vor, eine Abstimmung durchzuführen. Wer ist dafür, Kitty aus der Klasse zu werfen? Phil, du auch? Meine Aufgabe ist es, für die Sicherheit der Gruppe zu sorgen. Wenn Kusia die Wahrheit sagt, ist Kitty gefährlich. Wer spricht sich dafür aus, Kitty zu behalten und ihr eine Chance zu geben? Wir sind mehr, also bleibt Kitty. Leg dich hin, ruh dich aus, dann geht es dir bald wieder besser. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht sollte ich wirklich nicht hier sein. Halt die Klappe, du redest immer nur Unsinn. Wow, Leona selbst macht sich Sorgen um mich. Das ist wirklich das Ende der Welt. Vielleicht waren wir keine Freundinnen, aber du hast Amelie und Diana gerettet. Weißt du, ich wollte dir Archie wegnehmen. Du hast einfach nur Wahnvorstellungen. Ihr müsst einen Käfig für mich bauen. Welche Art von Käfig? Für den Fall, dass ich ein Zombie werde. Ihr müsst mich fesseln und mich von allen fernhalten. Wir haben keinen Käfig, aber wir können Barrikaden aus Schreibtischen bauen. Mir gefällt die Idee. Chuck und Phil, kümmert euch darum und fesselt ihre Hände, okay? Und wer bewacht den Eingang dann? Ich halte Wache. Geh und mach los. Es scheint niemand hier zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Chuck hat es mir gesagt. Chuck hatte einfach nur übelst Angst. Er hätte alles hören können oder so. Okay, dann lass uns zurück in den Unterricht gehen. Warte, ich glaube, jemand ist hier. Und wenn es ein Zombie ist? Ist das euer Ernst? Es ist das Ende der Welt und du schläfst. Mama, ich muss zur zweiten Stunde gehen. Komm schon, steh auf. Hey, was? Zombies? Wie kann man in einer solchen Zeit schlafen? Wir haben die ganze Nacht durchgefeiert, bis die Zombies auftauchten. Deshalb sind wir schläfrig und hungrig. Ja, es ist so. Bitte lass uns gehen, bevor die Zombies zurückkommen. Ja, lass uns schnell ins Klassenzimmer gehen. Wir haben etwas zu essen und warme Decken. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Harry. Ohne dich wäre ich bestimmt zu spät gekommen. Gern geschehen, Frau Nika. Was ist los? Gibt es einen Einbrecher in der Schule? Wahrscheinlich ist die Katze reingekommen. Egal, mach dir keine Sorgen. Oder die Kinder haben beschlossen, am Morgen herumzualbern. Harry, finde es heraus. Oh mein Gott, was ist denn das? Lauf, Frau Nika, ich werde ihn festhalten. Öffne die Tür jetzt. Mach die auf. Mach die Tür auf. Ist das die Stimme von Frau Nika? Was stehst du denn da? Mach die Tür auf. Komm schon. Na. Wir wissen, dass du dich beruhigen musst. Nika, wir haben dir Tee mitgebracht. Und Kekse, die beruhigen dich. Danke. Miss Nika, wo ist der Kapitän? War er bei dir? Nein, der Kapitän sagt, er sei zur Armee einberufen worden. Es habe eine Art Notfall gegeben. Ja, wahrscheinlich wegen den Zombies. Mein Auto hatte eine Panne. Also bat ich den Wachmann Harry, mich mitzunehmen. Wo ist Harry? Er öffnete die Toilette und da. Harry wurde also von Zombies gefressen. Wir brauchen ab jetzt einen neuen Wächter. Gut, ja. Zeige etwas Respekt. Was ist mit Kitty? Warum sitzt sie da ganz allein? Sie wurde gebissen. Manche Leute glauben, sie könnte ein Zombie werden. Es ist verrückt. Seid ihr sicher, dass diese Stühle da sie zurückhalten werden? Besser kriegen wir das nicht hin, okay? Zombies sind dumm. Sie sind nicht schlau genug, um über sie hinwegzuklettern, ja? Ja, ich hoffe es zumindest. Seid alle ruhig. Öffne das jetzt. Wer ist das denn jetzt? Vielleicht sind es die Retter. Öffne die Türen. Okay. Alle bleiben auf ihren Plätzen. Jetzt kommt dieses Objekt unter unsere Kontrolle. Was meint ihr? Und wer seid ihr? Wir sind Liquidatoren des ZFS, des Zentrums für Seuchenbekämpfung. Die Ersatzkleidung ist hier und die infizierten Sachen legt ihr hierhin. Alles wird zerstört werden. Seid ihr gekommen, um uns zu retten? Wirklich? Wir verhängen eine Quarantäne über das Schulgelände. Ab sofort wird niemand mehr dieses Klassenzimmer betreten oder verlassen. Wie kommt es, dass sich niemand meldet? Heißt das, dass wir hier bleiben? Jeder Widerstand wird als Angriff gewertet, okay? Der Angriff?
Angreifer wird auf der Stelle eliminiert. Wir sind in Schwierigkeiten. Fortsetzung folgt.